Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zurück zum Wochenrückblick und Ausblick hier bei Börsenplatz. Weiterhin bei mir im Studio wie in Teil 1 Hans-Jörg Naumer von Allianz Global Investors und der Kapitalmarktexperte Askan İredi. Ja, wir haben schon im ersten Teil diskutiert über einiges, was diese Woche passiert ist, was auch zum Teil nicht auf der Agenda stand. Zum Beispiel eben Facebook wird sich WhatsApp einverleiben. Das hat ja zum Teil schon für ein bisschen Überraschung gesorgt. Herr İredi hat im ersten Teil schon seine Einschätzung abgegeben. Es würde mich natürlich auch interessieren, wie sehen Sie das Ganze? Also ich sehe es aus der größeren Perspektive, weil ich kein Einzelwertanalyst bin, aber das Spannende, das ich dahinter sehe, ist, dass da eine sehr enge, wie ich finde, ein sehr enges Zusammenspiel ist mit dem Thema Liquidität nochmal. Wir haben ja gerade auch drüber gesprochen. Ich glaube, dass wir unverändert enorm viel Geld haben, das nach Rendite, nach Anlage sucht, dass ein Teil der Preise durchaus ambitioniert erscheinen lässt. Ich drücke es mal vorsichtig aus. Und das Ganze ist für mich eigentlich nur ein Signal, dass ich werde in dem Kontext, dass wir durchaus eine sehr aktive M&A-Aktivität, also eine Übernahmeaktivität haben und die vermutlich auch noch weiter vorankommt. Das heißt, die Firmen sind dabei, andere Firmen aufzukaufen, weil sie mit ihrem Cashpolster investieren müssen. Und da rechne ich noch mit einigen positiven Signalen auch in Zukunft. Also da kommt noch einiges auf uns zu. Was hatten wir diese Woche noch, Herr İredi? Die Autos waren in dieser Woche auch noch ein großes Thema. Auch aus dem großen Blick waren es gute Zahlen, weil sie gezeigt haben, dass Europa auch an den Autozahlen belegt sich das auf einem ganz guten Weg, ist sich deutlich verbessert. Die Wachstumsraten und die Neuwagenverkäufe waren in einigen Ländern mittlerweile deutlich angesprungen. Das ist auch Basiseffekt, aber völlig egal. Auf ganz Europa heißt es deutliche Zuwächse. Wen wundert es nicht, dass Frankreich zum Beispiel schwächelt, nicht dabei ist, aber in Südeuropa mit Spanien, aber auch Italien ganz gut ist. Und das spricht eigentlich alles dieselbe Sprache, deckt sich auch mit dem, was wir sonst von der Wachstumsseite sehen. Und so gesehen waren die Zahlen sehr solide. Also solide Autozahlen. Schauen wir jetzt auf die Termine, die uns in der kommenden Woche erwarten. Wir hatten diese Woche ja gesehen ZEW. Nächste Woche gibt es jetzt dann einmal den IFO-Geschäftsklimaindex und außerdem das GfK-Konsumklima. Für März dann, nachdem das ZEW jetzt ein bisschen zurückgekommen ist, womit rechnen Sie jetzt hier bei IFO und GfK? Also mit zwei sehr unterschiedlichen Entwicklungen. Ich fange mit der guten an beim GfK. Ich glaube, dass wir unverändert eine sehr starke positive Konsumneigung in Deutschland haben. Das wird sich fortsetzen. Das heißt, der GfK-Konsumentenindex hat noch Potenzial, weiter zu steigen. Da merkt man ja so eine allgemeine, ich sage mal Anführungszeichen, Fröhlichkeit. Wohingegen wir beim IFO-Konjunkturklimaindex, denke ich, mit zwei Entwicklungen rechnen müssen. Die eine ist global, die andere ist, ja, wie soll man sagen, lokal, also national bezogen. Die globale Entwicklung, wir sprachen schon kurz über die Emerging Markets, da merken wir, dass es vom Wachstum her nicht mehr ganz so brüllend ist, wie wir das kennen. Also wir reden in China von einem Wachstum im laufenden Jahr 7% plus minus ein paar Nachkommastellen. Das waren auch schon mal 10%. Das sehen wir auch eine ähnliche Entwicklung, sehen wir auch in anderen Teilen der Emerging Markets. Das macht sich natürlich auf der Exportseite bei uns bemerkbar. Und die zweite Entwicklung, die ich beim IFO vermute, wenn wir auf die Erwartungskomponente schauen, dass wir da auch schon sowas merken wie, ja, was macht denn eigentlich die Große Koalition in Berlin? Also da gibt es eine Reihe von Reizwörtern, also zum Beispiel Rente mit 63 bei gleichzeitigem Fachkräftemangel oder dem beliebten Thema, wir machen zwar keine Steueranhebung, aber dafür sind die Sozial-, also die Nebenkosten, die Sozialabgaben stabil, die hätten ja gesenkt werden sollen. All das lastet natürlich auf der Wirtschaft. Es gibt noch ein paar Themen wie die Energiewende und dergleichen. Kurz, ich glaube, dass wir national wie global getrieben beim IFO zwar noch leichten Rückgang sehen in dem Fahrwasser, aber es wird zumindest mal eine Indikation sein, dass er nicht weiter mehr nach oben läuft. Mhm. Herr İredi, Sie haben ja vorhin schon gesagt, Sie schauen gar nicht so auf den ZEW-Index. Schauen Sie auf IFO und GfK? Ja, tue ich. Ich kann mich allerdings in der Detaileinschätzung da auch nur anschließen. Wir haben eigentlich den Effekt, den wir vielleicht schon stärker sehen, den ich auch etwas stärker noch beurteile, ist das Problem mit den Emerging Markets, weil dort ja nicht nur wir jetzt Konjunkturrückgang haben aufgrund A, häufig Zinsanhebungen und B, aber auch der Währungsproblematik, das wirkt die Konjunktur unglaublich ab und so gesehen fallen einige Nachfrage schlagartig weg. Das kann sich bei dem einen oder anderen Unternehmen direkt niederschlagen und dann auch im IFO im Ausblick schon deutlicher niederschlagen. Muss man abwarten, aber so gesehen ist der IFO tatsächlich sehr anfällig jetzt. Ja. Was wir an weiteren Daten sehen werden jetzt für die Eurozone, sind einmal die Verbraucherpreise, aber auch Arbeitsmarktdaten. Womit rechnen Sie hier? Also Verbraucherpreisseite, um damit anzufangen, wird wahrscheinlich das aktuelle Bild fortschreiben im Sinne von Preise sind im disinflationären Umfeld. Ich betone dis, weil das gerne mit Deflation verwechselt wird. Das heißt, die Preis
Veränderungsrate schwächt sich tendenziell ab, bleibt aber noch positiv, wird aber die Diskussion der Deflation, also Japan-Szenario, wieder aufleben lassen, was ein ungutes, eine ungute Diskussion ist nächste Woche, die uns dann nochmal ins Haus steht. Arbeitsmarktdaten, da schaue ich vor allem auf die USA. Ich tue mir ein bisschen schwer mit dem Thema Wetter, inwieweit das durchschlägt. Ansonsten würde ich sagen, von der Komponente weg bin ich der Auffassung, haben wir noch ein sehr robustes Wachstum in den Vereinigten Staaten. Das dürfte sich auch am Arbeitsmarkt niedergeschlagen haben, also von der Seite eher Entlastung nächste Woche. Schauen wir auch noch auf Zahlen, die uns nächste Woche ins Haus stehen. Jetzt geht dann wirklich tatsächlich die Berichtssaison auch in Deutschland mal so ein bisschen los, also beziehungsweise kommt mal so ein bisschen mehr in Schwung. Da haben wir nämlich Zahlen von BASF, Fresenius, Fresenius Medical Care, Allianz, Bayer und Salzgitter. Worauf schauen Sie besonders? Womit rechnen Sie generell? Wir hatten ja vorhin von Herrn Naumer schon gehört, dass bisher die Unternehmen eigentlich ganz gut geliefert haben. Die Rohstoffpreisentwicklung, auch noch mal zur Frage von Ihnen vorher, ist nicht ganz unwichtig. Also ich glaube, ich muss da noch mal einhaken, weil es gibt auch etwas Antwort auf Ihre Frage. Ich glaube, wir kommen aus der gefühlten Deflationsgefahr immer mehr jetzt heraus und gehen doch wieder Richtung Inflationsgefahr. Wir haben Verbesserungen an den Rohstoffmärkten. Wir haben auch leicht höheren Ölpreis die letzten Wochen gehabt. Das ist zumindest eine Entspannung, was die Deflationsgefahr angeht, wirkt sich aber auf die Unternehmen, die zum Beispiel nächste Woche berichten, direkt wieder aus, weil da ist der Ölpreis definitiv auch gerade sehr wichtig. Und so gesehen, ja, also ich habe keinen direkten Fokus, alle Unternehmen sind wichtig und alle Unternehmen haben unterschiedliche Einflussfaktoren. Bleiben wir bei FMC und Fresenius. Hier ist zum einen weiterhin ein starker Euro das Problem bei FMC, zum anderen die Verschuldungssituation. Fresenius hat frisch eine Anleihe begeben. Dort ist man also weiter dabei, sich zu konsolidieren. Das ist positiv. Bei BASF rechne ich weiterhin mit guten Zahlen. Bin gespannt auf den Ausblick. Und last but not least, ja, Salzgitter und die ganze Stahlbranche ist und bleibt ein Problem. Die Preise haben sich noch nicht so erholt, dass man dort schon von wirklich ernsthaften Verbesserungen ausgehen kann. Also da bin ich weiterhin sehr vorsichtig. Soweit von der Zahlenfront quasi. Schauen wir jetzt mal in Richtung USA, was wir da an Daten sehen. Sie hatten ja vorhin gesagt, man kann quasi gar nicht gut genug hinschauen, was jetzt Konjunkturdaten angeht. Wir haben einiges, was wir hier sehen aus den USA. Wir haben den Case-Shiller-Hauspreisindex, wir haben die Neubauverkäufe, Baugenehmigungen, Erstanträge, Arbeitslosenhilfe, Chicago-Einkaufsmanager-Index und die zweite Umfrage vom Verbrauchervertrauen der Uni Michigan, um jetzt nur einige zu nennen. Auf welche schauen Sie hier besonders? Welche sind besonders wichtig für den Markt? Schwierig einzuschätzen. Ich bin immer noch der Meinung, dass die Sentiment-Indikatoren die entscheidenderen sind, weil die jetzt, wie soll man sagen, die haben eine sehr starke Natur gegeben in die Zukunft blickende Entwicklung. Die sind also schlechter von der Wetterseite zu beeinflussen. Bei den anderen fürchte ich gerade, was von der Immobilienseite kommt, dass wir da doch einen stärkeren Wettereffekt drin haben, was dann zu schwächeren Daten führt. Also ich schaue mehr aktuell auf die Sentiment-Seite, aber in der Gesamtsumme denke ich, was von Amerika nächste Woche kommt, wird uns Arbeitsmarkt mal zur Seite gestellt, eher weniger gefallen. Also es dürfte dann am Markt, um es mal freundlich auszudrücken, durchaus für Volatilität sorgen. Sehen Sie auch einen volatilen Markt durch die US-Daten? Ohnehin, und ich glaube, es bleibt auch dabei, mein Ausblick war für dieses Jahr ohnehin, dass wir ein volatileres Umfeld bekommen aufgrund von Faktoren, die wir vielleicht letztes Jahr nicht so im Fokus hatten und überhaupt Faktoren, die nun auch wieder wichtiger werden. Das bleibt dabei, ist auch für die nächste Woche so und wahrscheinlich für die nächsten Wochen auch. Ja, dann bleiben wir doch gleich mal ein bisschen beim größeren Bild, beim Ausblick etc. Denn die Berichtssaison in Deutschland, die läuft jetzt gerade erstmal so richtig warm. In den USA ist sie schon durch. Sie hatten vorhin schon so ein bisschen was zur US-Berichtssaison gesagt. Aber was würden Sie hier schon mal bilanzieren? Wie ist die verlaufen? Jetzt auch unter dem Aspekt, dass man eben sagt, die Unternehmen müssen jetzt mal liefern. Also sprich, wie viel Anschub konnte das geben? Und was macht das jetzt auch für ein Bild, für eine Prognose für die weitere Marktentwicklung? Ja, es war im Prinzip ein Bild, das wir vorweg gezeichnet hatten, ganz interessant, dass da hieß, wir werden einen sehr schweren Start in die Berichtssaison sehen, dann eher eine Beruhigung und im Schnitt ist, sag mal, eine durchwachsende Berichtssaison. Ich bleibe auch dabei, sie ist durchwachsen geblieben, sie ist durchwachsen, was die Ausblicke betrifft, sie ist durchwachsen, was das Überraschungspotenzial betrifft. Also insofern, ja, jetzt geht natürlich die akademische Frage los, haben die Firmen geliefert, ja oder nein? Also ich sage, sie haben im Schnitt schon geliefert, sie haben mehr geliefert als erwartet. Das war also kein Desaster, aber es war eben auch kein wirklich durch die Bank positiver Treiber nach oben. Das macht es so schwierig, sie abzugreifen. Und das Entscheidende ist, wir müssen jetzt auf die Berichtssaison
des nächsten Quartals gucken. Da wird es dann wirklich entscheidend werden, weil wir ja geraume Zeit in der Phase, das gilt für die großen Aktienmärkte insgesamt, waren, die da heißt, wir haben im Prinzip die Performance der letzten Monate zu 70, 80 und mehr Prozent rein aus der Bewertungsexpansion, also in Anstiegen der Kurs-Gewinn-Verhältnisse gemacht und zu einem geringeren Teil von der Gewinnseite betrieben. Da muss jetzt nochmal unterfüttert werden. Also nach der Berichtssaison ist vor der Berichtssaison. Was sind generell noch so, wenn wir jetzt ein paar Einflussfaktoren so abklopfen für die Marktentwicklung? Über die Notenbanken haben wir in Teil 1 schon gesprochen, jetzt über die Berichtssaison, aber was wir ja in Teil 1 ja auch schon angesprochen hatten, Emerging Markets, die haben ja auch schon für einiges Ungemach gesorgt an den Märkten. Was könnte uns hier noch bevorstehen in der nächsten Zeit? Ja, die Meinungen gehen stark auseinander. Die Meinungen gehen so weit, dass man sagt, China ist überschuldet, bis hin zu, wir sind in einem globalen Wachstumstrend und Emerging Markets sind momentan ein temporäres Problem. Ich möchte mich gerne der zweiten Fraktion anschließen. Ich glaube, wir sind in einem tatsächlich existierenden Wachstum. Wir haben Probleme, das ist klar, die sind auch völlig natürlich. Sie kommen durch den Richtungswechsel in den USA zustande. Und so gesehen wird 2014 stärker weiterhin dominiert von der Währungsfrage. Wir sehen das noch nicht im Euro-Dollar, aber wir sehen das in den meisten anderen Währungen. Und so gesehen kann ich mir auch vorstellen, dass beim Euro-Dollar mal was passieren wird. Also die Stabilität nun so fortzuschreiben für alle Zeiten, das wird nicht funktionieren. Die große Frage ist, wann kommt die Schwäche des Euros? Und ich gehe davon aus, sie wird kommen. Jetzt sind wir schon ziemlich am Ende. Jetzt interessiert mich natürlich, jetzt haben wir schon über den Euro gesprochen, wo sehen Sie dann den DAX in der nächsten Zeit? Der DAX wird weiterhin, wir hatten es ja gerade schon, in Volatilität sich üben. Und so gesehen bleibt momentan immer nur abzuwarten, wann kann man mal wieder was kaufen, beziehungsweise man muss vielleicht auch was verkaufen, wenn es sehr teuer geworden ist. Das ist kein Jahresausblick, das ist ein Ausblick für die nächsten Wochen. Und ich glaube, es wird erstmal noch ein bisschen zurückgehen, bevor wir einen weiteren Anlauf nach oben nehmen. Herr Naumann, wo geht es hin, Ihrer Meinung nach, in den nächsten Wochen? Vom Trend her bleibe ich positiv nach oben. Das Wachstum spricht dafür. Aber genau das Bild auch, wir müssen uns auf eine massive Volatilität einstellen. Aus dem einfachen Grund, wir müssen immer wieder sehen, dass das Thema liquiditätsgetriebener Markt noch da ist, nicht vom Tisch ist und jetzt dieses Bullen-Bären-Spiel beginnt. Also insofern, jetzt brauchen wir starke Hände zum Zugreifen und ich sag mal, ein gewisses Cash-Polster zum Nachkaufen ist nie schlecht. Das lasse ich als Schlusswort stehen, Herr Naumann, Herr Redi, vielen herzlichen Dank fürs Interview. Liebe Zuschauer, das war unser Wochenrückblick und Ausblick schon mal auf die kommende Börsenwoche. Und die gesamte Sendung gibt es natürlich jederzeit auch nochmal unter www.drf.fm. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Tschüss.